Meine Lieben, ihr habt schon gesehen, das ist mein Frühstück und zwar gibt es wieder Porridge und zwar, ich sage euch vielleicht mal kurz das Rezept, falls euch das interessiert, 50 Gramm Haferflocken, bisschen Salz, bisschen Zimt, dann habe ich dort eine Möhre geraspelt, eine halbe Banane zermatscht, dann 100 Milliliter Mandelmilch, 100 Milliliter Wasser. Dann habe ich das aufkochen lassen und dann habe ich noch ein paar Rosinen reingetan. Genau, und wenn ihr eine reife Banane nehmt, dann müsst ihr nicht mehr süßen, weil das sehr süß ist mit einer reifen Banane. Genau. Und letztens hatte ich ja einen Apfel und beim Apfel habe ich gesüßt, weil beim Apfel war das Porridge nicht so süß. Genau, also beim Apfel immer süßen, bei reifen Banane nicht. Genau, das war's. Dann habe ich noch ein bisschen, also ein Esslöffel Magerquark. Dann, ich glaube, das waren diesmal 2 Esslöffel Apfelmus. Dann noch die andere Hälfte Banane. Habe ich in Scheiben geschnitten. Dann noch etwas Zimt. Und oben drüber noch so ein Topping. Das ist so Granola. Genau, dann nehme ich immer irgendwas, was ich da habe, damit das so aussieht. Und wenn es jetzt Apfel wäre, hätte ich noch Agavendicksaft drüber gemacht. Aber brauche ich jetzt nicht, weil das ist süß bis zum geht nicht mehr. Genau, und ich lasse mir mein Frühstück jetzt schmecken. So, good morning in the morning, meine Lieben. Ja, heute habe ich tatsächlich wieder einen Vlog für euch. Yay! Ich hoffe, ihr freut euch so wie ich. Ihr könnt mir mal schreiben, wie oft ihr gerne in der Woche einen Vlog hättet. Weil mir ist letztens aufgefallen, also ich habe ja vor kurzem einen gepostet. Und der Zwischenzeitraum zum vorherigen Vlog waren tatsächlich 10 Tage. Ich so, oh mein Gott, so lange war der Vlog her, das war mir gar nicht bewusst, dass es so lange her war, aber tatsächlich ja. Und ja, manchmal passiert es. Ich habe, wie gesagt, nicht so viel zu zeigen und ich möchte euch ja nicht langweilen, weil ich habe mir eure Kritik zu Herzen genommen, was euch nervt, was ihr gerne öfter sehen wollt. Und ja, das versuche ich so peu à peu umzusetzen. Ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird, aber ich werde es versuchen. So, bevor ich dazu zu meiner guten Laune komme, oh mein Gott, ey, habe ich eine Filmempfehlung für euch. Genau. Und zwar habe ich jetzt geguckt, ich glaube, sie weiß von dir oder sie weiß von nichts. Ich glaube, das heißt, sie weiß von dir. Ich hatte zuerst Angst, dass das mehr, aber das ist ab 16, dass das so ein Horror-Film ist. Aber gar nicht, weil ich mag keinen Horror. Das ist so ein Psycho-Teil-Dingsbums. Und es ist ab 16, ich denke mal, ab 16 ist nicht, weil es Horror ist, sondern weil da halt nackt Szenen drin sind. Deswegen ist es, denke ich mal, ab 16. Ich fand das sehr, sehr gut. Kann man sich anschauen. Also nichts Gruseliges oder so. Das Ende ist der Hammer. Also es sind, glaube ich, nur 6 Teile. Das könnte an einem Tag durchsuchten. Also das war echt mega. Und ich finde die Schauspielerin so, so hübsch. Die hatte hier, wie sagt man? Ich wollte sagen Potschnitt. Das ist ein Bob. Die sieht so hammer aus. Ey, ich habe noch nie so eine hübsche Frau gesehen. Die ist so hübsch. Dann habe ich mir auch wieder überlegt, soll ich mir auch wieder einen Bob schneiden, weil das sieht so hammer bei ihr aus. Ich finde die Frau der Wahnsinn, wirklich, ich finde die wirklich sehr, sehr hübsch. Genau, das habe ich geguckt. Es ist ganz cool, ganz interessant und dann gucke ich aktuell, weil ich dachte, ich will jetzt mal was zum Abschalten. Da gucke ich immer für dich da. Aber da habe ich eine Folge, die erste Folge geguckt und das war mir zu viel zum Nachdenken. Ich dachte, das wäre sowas, was ich so runtergucken kann
ohne jetzt die ganze Zeit mich konzentrieren zu müssen, ohne nachdenken zu müssen. Aber da sind so viele Rückblenden. Also Rückblenden, wo die Kinder waren, Rückblende, wo die Jugendliche waren und dann wieder das, was im Hier und Jetzt passiert. Und das ist so durcheinander. Ich weiß nicht, im ersten Moment, ist das eine Rückblende? Passiert das jetzt gerade? Also da sind mir so zu viele, da passiert mir zu viel zum Nachdenken. Und sowas mag ich nicht. Ich dachte, das wäre so ein... Sowas wie die Magnolie oder, was habe ich noch geguckt? Valeria, sowas dachte ich wäre das, aber vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht muss ich dir noch eine Chance geben, aber in der ersten Folge ist mir zu viel passiert. Genau, das gucke ich aktuell und, ja, genau. Kommen wir zu meiner guten Laune. Oh mein Gott, ich möchte nicht, dass das wieder so lang wird, aber kurz und knapp, ich habe geschlafen. Ich habe geschlafen. Oh mein Gott. So. Und habe ich so überlegt, habe ich irgendwas anders gemacht? Ja. Also ihr müsst euch vorstellen, ich trinke ja die goldene Milch morgens. Und jetzt habe ich tatsächlich Ashwagandha trinke ich dazu. Das ist ja die Schlafbeere. Das hilft dir ja beim Schlafen. Aber ich habe das mal genommen. Ich habe das immer wieder abgesetzt. Weil bei mir ist es so, dass ich dadurch halt... intensiver träume. Und deswegen habe ich das immer, musste ich das immer absetzen, weil, ja, ne? Und jetzt habe ich das gestern genommen, als ich gestern nach Hause gekommen bin. Also ich lege mich nachmittags, also nicht jeden Tag, aber manchmal, wenn ich erschöpft bin, lege ich mich gerne hin, schlafe aber nie. Ich lege mich nur kurz hin, um zu entspannen, für eine Stunde oder so, keine Ahnung wie lange. Und gestern habe ich mich hingelegt und ich bin eingeschlafen, nachmittags. Für, ich glaube, 3 Stunden oder so. Und ich habe normalerweise habe ich ja Schlafprobleme, wenn ich habe Probleme überhaupt mal einzuschlafen. Das dauerte lange, bis ich mal einschlafe, aber ich habe mich hingelegt und weg war ich. Und dann bin ich abends irgendwann aufgewacht und habe gedacht, oh je, jetzt werde ich abends sicher nicht mehr schlafen, weil ich habe ja tagsüber geschlafen. Deswegen schlafe ich nicht tagsüber, weil ich nachts nicht schlafe und ich sowieso Schlafstörungen habe, ja. Und dann habe ich mich abends hingelegt, ich habe durchgeschlafen. Ich, normalerweise gehe ich so oft auf Toilette. Kein einziges Mal. Und ich bin erst vor meinem Wecker wach geworden. Normalerweise wache ich 1 bis 2, manchmal sogar 3 Stunden vor dem Wecker auf. Nee, mein Wecker hat mich geweckt und ich wollte nicht aufstehen. Oh mein Gott, Leute. Ich werd euch berichten mit Ashwagandha, wie es weiterläuft. Momentan, oh, und ich bin so tiefenentspannt heute Morgen, ne? Weil ich so gut geschlafen habe, das entspannt. Und das ist ja auch so ein... Entspanner, sag ich, das ist kein Beruhigungsmittel, aber es entspannt dich. Auch wenn du viel Stress hast, entspannt dich das. Und ich merke das auch, weil ich glaube, durch das Intervallfasten ist man doch schon oft gestresst, beziehungsweise der Körper schüttet ja Cortisol aus, soweit ich weiß. Und ich war im Dauerstresszustand, das kann ich wirklich bestätigen. Und jetzt bin ich einfach nur tiefenentspannt. Ja, und... Oh. Ich hoffe nicht, dass ich wieder so intensive Träume haben werde, weil dann muss ich das wieder absetzen. Aber momentan, okay, ich habe es erst einmal probiert. Ich nehme es morgens, aber man kann es auch abends nehmen. Aber ja, wie man mag, aber ich nehme es halt wie gesagt morgens. Ja, genau. So, dann wollte ich euch noch mein Outfit of the Day zeigen. Ich verstehe gar nicht, warum bei Instagram mir deswegen einige einen Daumen runter gegeben haben. Es ist doch ein Chiller-Outfit, ein Home-Outfit. Ja, gleich ziehe ich mich noch um, aber so sehe ich nach dem Aufstehen aus. Und ich bin halt nicht immer top gestylt. Ich bin halt oft, sehe ich so aus, ja. Das ist halt, wie gesagt, so ein Bademantel, einfach nur, weil mir kalt ist. Genau, damit ich hier nicht erfriere. Genau so sehe ich aus. Aber ich mag den, der ist so schön kuschelig weich. Ich liebe Bademantel, nicht Bademantel, Schlafmantel. Wie heißt denn das? Auf Deutsch Schlafmantel, Bademantel? Hat das nicht noch einen Namen? Morgenmantel? Egal, ihr wisst, was ich meine. Ich liebe solche Dinger, ja. Und dann noch aus Vlies. Perfekt, perfekt. Und dann noch dicke Kuschelsocken. Und der Tag ist gerettet. So, meine Lieben, dann habe ich hier was zugeschickt bekommen. Das packen wir jetzt gemeinsam aus. So, und los geht's. Ich bin auch ganz gespannt. Also ich weiß schon, was es ist. Ihr noch nicht. Also hier nochmal im Detail. Ich habe mich hier für 3 Teegläser entschieden. Ich durfte mir 3 aussuchen. Und zwar einmal ist das grüner Tee aus China, Sonnentrank, grüner
Sencha-Tee aus China mit Ingwer-Zitronengeschmack, genau. Und hier war, genau, das habe ich gewählt, weil hier war besonders hoher Gehalt an Koffein. Genau, das finde ich cool für morgens, um fit in den Tag zu starten. Hier haben wir grüner Tee mit Ingwer-Zitronengeschmack, mag ich auch gerne. Und hier haben wir Kirschbombe, das ist was Fruchtiges. Und zwar sind hier mit 15% Kirschanteil. Das ist sogar koffeinfrei, vegan und für Kinder geeignet. Genau, diesen Tee. Und das ist der koffeinhaltig und vegan. Und der ist auch koffeinhaltig und vegan. Und da ich schon heute Koffein zu mir genommen habe, habe ich mir gedacht, wir probieren es heute mit der Kirschbombe aus. Auf den bin ich wirklich sehr gespannt. Genau, also falls ihr auch Interesse an so einem Tee habt, das gibt's bei Aureza. Genau, ich verlinke euch die Seite gerne in die Infobox. Ich habe sogar einen Rabattcode für euch, der lautet, Moment, CameronT10. Ich schreibe euch alles in die Infobox, also schaut da gerne vorbei. Dort findet ihr alles, den Link, den Rabattcode, wie lange der Rabattcode gültig ist und so weiter. Und ich finde, das ist auch eine geile Geschenkidee, oder? Was meint ihr? Ich finde schon, und das reicht für 36 Tassen, habe ich gelesen. Oh, der reicht sogar für 56 Tassen und der für 53 Tassen. Also ich liebe ja grünen Tee, wie ihr wisst. Also grüner Tee geht bei mir immer. Und Kirschbombe, dachte ich, probieren wir mal zusammen aus, oder? Ja. Lieben, ich bin fix und fertig. Ich wollte euch meinen Einkauf zeigen, aber was ist hier wieder los? Die Spülmaschine läuft und ach, ich habe jetzt keine Zeit dafür, echt nicht. Ist mir egal, wenn das überläuft, ist überlaufen. Geht mir am A vorbei. So, das ist mein Einkauf. Ich zeige euch das im Schnelldurchlauf, also nicht detailliert, weil ich wollte ein Foodhaul drehen. Genau, und wenn ihr das halt detailliert sehen wollt, also was ich so im Einzelnen gekauft habe, was ich so kochen werde, dann guckt meinen Foodhaul, den kann ich euch verlinken auf dem i-Punkt. Genau, und ich habe ausgegeben 75,52 €. Ja, ganz genau. So, meine Lieben, wisst ihr, was wir jetzt machen werden, worauf ich Lust habe? Das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit machen, aber dafür brauche ich echt Lust und Laune. Und zwar, das ist mein Kleiderschrank, aber nur ein Drittel davon, weil ihr könnt da sehen, hier ist der Spiegel, hier ist noch. Und hier geht's weiter und dann habe ich da zwei Schubladen und hier. Wir machen heute aber nur das hier, weil das ist tatsächlich am schlimmsten von allen. Das Problem ist, ich habe letztens irgendwas gesucht auf die Schnelle, dann ist alles hier rausgefallen und ich habe es zack nach hinten reingestopft. Also ich hatte hier T-Shirts, die waren alle gebügelt. Ja, jetzt sind die alle zerknittert, aber ich werde die jetzt nicht bügeln. Ich will hier einfach nur aufräumen. Also alles raus und also das hier lasse ich auf dem Ständer nur. Ach, das da oben wollte ich auch lassen, weil da sind nur Pullover, die ich aktuell trage. Aber wie gesagt, das Wetter wird besser. Ich wollte meine T-Shirts nach vorne tun. Also einfach aufräumen. Und das mache ich, diese Seite vom Schrank mache ich tatsächlich mehrmals im Jahr, so 2 bis 3 Mal im Jahr. Weil das sieht immer am schlimmsten aus. Das Problem ist, ich kann mich nicht von den Sachen trennen. Also ich finde auch, ich habe hier zu wenig Platz in dem Kleiderschrank. Und die Pullover trage ich, diese Pullover sind schon zweite Reihe. Und die von der ersten Reihe trage ich gar nicht, weil ich da ja gar nicht dran komme. Das heißt, ich trage immer nur die Pullover, die hier vorne sind. Oh Mensch, ich habe auch zu viele Pullover. Ich weiß, aber eigentlich mag ich alle Pullover. Ich kann mich nicht trennen. Also kein Kommentar, ich weiß. Aber es wird wieder wärmer. Ich wollte auch meine Winterjacken waschen, wegpacken und ja, wie gesagt, erstmal hier das mit den T-Shirts, damit ich wieder T-Shirts tragen kann im Sommer. Ich weiß, Leute, es sieht katastrophal aus. Falls ihr irgendwie Tipps habt, wie ich hier Ordnung halten kann, lasst es mich wissen. Oder wie ich da ein System reinkriege, lasst es mich wissen. Hier habe ich eigentlich Winter,
da sind Winter, also sind Jacken und da habe ich eigentlich Sommer, aber irgendwie, also Kleider sind da und Kleider trage ich eigentlich nicht so. Und hier habe ich eigentlich Pullover, Kleider, Cardigans, Hosen, T-Shirts, alles. Ah, okay. Egal, ich will euch jetzt nicht voll labern, aber falls ihr Tipps für mich habt, wie ich hier Ordnung halten kann, lasst es mich wissen und ich kann mich nicht trennen. Also eigentlich habe ich immer neue Klamotten und miste nicht aus, weil ich mich nicht trennen kann. Wisst ihr? Ja, okay, ich habe ein Problem, haben wir es festgestellt. Jetzt im Schnelldurchlauf, wie ich das mache. Ich muss gucken, wo ich die Kamera hinstelle. Und dann könnt ihr mir zuschauen beim Aufräumen. So, meine Lieben, jetzt habe ich erstmal alles hier drauf gepackt. Das Problem ist, ich weiß nicht mehr, was ich im Kleiderschrank habe. Manche Sachen sind wirklich neu und ungetragen, weil ich sie einfach vergesse im Kleiderschrank, weil ich sie nicht finde, weil ich meistens, wenn ich mich umziehe, anziehe, keine Zeit habe. Es muss schnell gehen. Und dann trage ich immer dasselbe, weil ich die Sachen dann gewaschen habe und dann sind die immer oben im Schrank. Und wenn es dann schenke, muss nämlich immer das von oben und es ist dann meistens immer dasselbe. Manche Sachen habe ich tatsächlich doppelt. In kleiner Größe, größerer Größe. Aktuell trage ich noch die größere Größe. Und die Sachen, die kleinere Größe von den doppelten Sachen habe ich eher hinten im Schrank. Genau, aber ich wollte meinen Schrank wieder auf Frühling, Sommer einstellen. So, ich zeige euch mal hier. Ihr seht, also da sind noch Hosen, die mir nicht passen aktuell, die ich aber trotzdem behalten möchte, weil sie neu sind und weil ich sie noch tragen würde, wenn sie passen würden. So, dadurch, dass hier alles runterhängt, habe ich hier unten nicht so viel Platz, ist das Problem. Hier habe ich mehr so Cardigans. Manchmal hängen hier auch Sachen drüber, so wie hier. Oh, könnt ihr das sehen? Was haben wir denn hier? Irgendwo hatte ich noch einen schwarzen Rock, kann ich mich erinnern. Also so. So, diese Jacke habe ich letztes Jahr oft getragen. Blazer trage ich eigentlich gar nicht. Hier, was war denn hier? Was ist das? Ah, hier ist so ein Kleid. So ein schönes Kleid. Seht ihr, das habe ich auch vergessen. Dieses Basic-Kleid würde ich auch gerne tragen. Zu einer Lederjacke könnte man das sogar tragen. Aber ich habe es vergessen, dass ich sowas besitze. Was haben wir hier? Hier ist auch noch was Schwarzes. Ah, hier ist diese Hose. Die mag ich auch gerne. Die müsstet ihr auch kennen. Die kann ich mir gut mit einem Leo-Oberteil vorstellen. Hier habe ich das hier, das fand ich auch geil, das würde ich auch gerne mal wieder tragen. Okay, was ist das hier? Okay, das sind eher so für Sportsachen. Hier Cardigan. Hier habe ich zwei Pullover, die ich eigentlich gerne mag, aber auch nie trage. Also wie ihr seht, okay, ich guck mal, Kleider, die nicht passen. Ja, ich will das jetzt auch nicht alles wegschmeißen, ne? Was ist das hier? Ah, seht ihr, die Hose habe ich auch wieder vergessen. Culottehose, die würde ich auch gerne anziehen. Boah, ich muss das irgendwie. Oh, wenn ich hier Sachen drüber hängen habe. Oh Mann, ey. Und den mag ich auch hier gerne. Ui, was ist das hier so komisch? Das. So, das ist mein pinker Cardigan. Unten habe ich, wie ihr seht, nicht so viel Platz. Zudem habe ich hier T-Shirts, die auch nicht mehr passen. Die müssen nach hinten. Och, Menno. Oh Gott, ey, ihr seht's. Okay, es geht weiter im Schnelldurchlauf. Eigentlich wollte ich das ganz schnell machen, weil ich habe heute noch reichlich zu tun. Genau, ihr könnt jetzt zuschauen. Ach, hier sind noch. Ach, hier ist alles. Alles, 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 alles. Okay. Okay, Leute, ich habe jetzt 20 Minuten gebraucht und mein Rücken tut weh. Also schaut mal, es sieht doch schon besser aus. Ich sage euch gleich, was das ist. Also das sind Schlafhosen, Schlafoberteile für den Winter, Sommerpyjamas. Hier habe ich Overalls, die mag ich auch sehr gerne. Die sehen jetzt alle zerknittert aus, weil kurz bevor ich das anziehe, werde ich das natürlich bügeln. Aber jetzt für den Schrank eher nicht so, weil das eh zerknittert. Finde ich ganz praktisch für den Sommer, wenn man nicht weiß, was man anziehen soll. Da muss man sich nicht so viele Gedanken machen. Der graue, der ist neu, den wollte ich für zu Hause. Den kennt ihr, den Afrika. Das ist dann den anderen, den ich da auch noch habe. Dann habe ich den hier, den Obelix. Den mag ich auch gerne, auch wenn der sehr
aufträgt, sage ich mal. Aber mir gefällt es und das ist ja die Hauptsache. Und dazu ziehe ich einfach Birkenstocks an. Genau. Das wird gleich übereinander, glaube ich, gestapelt. Hier sind die T-Shirts, die nicht passen, beziehungsweise die ich diesen Sommer wahrscheinlich nicht tragen werde. Das sind nämlich so Urlaubstops und ich glaube, dieses Jahr ist nichts mit Urlaub. Hier habe ich noch diese Crop-Tops. Ja, wird dieses Jahr, denke ich mal, nicht getragen. Ich muss sagen, ich hatte immer Probleme mit Hosen für den Sommer. Diesmal bin ich ausgerüstet, wirklich. Ich sag's euch, ich bin ausgerüstet. Vielleicht so ein paar Tipps an euch. Also wie ihr wisst, ich mag die total gerne. Die gibt's nicht mehr, die ist von 2019. Aber die, also wirklich, ich erkennt diese Hose, diese Short. Ich liebe die. Dazu einfach ein T-Shirt in schwarz oder weiß. Die geht auch bis zu den Knien und Birkenstocks fertig. Also die habe ich geliebt. Die habe ich 2019 getragen, 2020 getragen und diesen Sommer werde ich sie auch tragen. Also die ist wirklich ständig in der Wäsche. Die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Die ist sogar von Ulla Popken. Genau. Ja, also die mag ich sehr, sehr gerne. Die liebe ich. Dann geht's. Hier habe ich auch noch ein paar Sommerhosen. Ich zeige euch mal im Schnelldurchlauf. Das sind einmal diese gelöcherten. Die sind auch praktisch für den Sommer. Dann die fand ich auch geil. Die finde ich geil für den Urlaub, weil das ist nur so ein dünner Stoff. Ach, die passen mir, glaube ich, nicht mehr. Die waren mir schon damals zu groß, diese hier. Okay, was habe ich hier noch? Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier habe. Okay, hier, die hatte ich auch noch gar nicht an. Dann haben wir hier diese hier. Ach, das ist eine Culotte, aber die ist so aus Samt. Ich habe aber noch eine dünne Culotte hier. Aber die muss auch gebügelt werden. Die ist für Sommer. Culotte für Sommer, genau. Und Jeanshosen helle. Die dunkle, die schwarze trage ich aktuell. Okay, viel zu viel Kram. Dann kommen wir hier zu meinen T-Shirts. Und ich muss sagen, ich habe vergessen, was ich habe. Aber hier sind so viele Lieblings-T-Shirts. Das glaubt ihr nicht. Zum Beispiel, das ist neu. Das hatte ich noch nicht an. Das trage ich gerne. Hier Dirty Dancing, liebe ich. Hier die von Levi's, gab ich ganz viele von. Dann finde ich für Sommer, kann ich euch, okay, wir haben noch Winter, kann ich euch diese Leinen-T-Shirts empfehlen, die mag ich gerne. Dann das Blaue, wieder Levi's, das mit den Küssen. Also hier ist so, so viel. Und hier unten sind meine Lieblinge, die jetzt letztes Jahr neu dazugekommen sind. Ja, jetzt muss ich das irgendwie übersichtlich in den Schrank kriegen. Also wenn ich das wieder hier unten mache, ist das Problem, ich verliere wieder die Übersicht. Oh Gott, ey, ich bin überfordert. Hilfe! Okay, Leute, das hat sich ja wirklich gar nicht gelohnt. Okay, es sieht nicht besser aus als vorher, aber ich habe keinen Platz. Also, ich habe keinen Platz. Also, okay. Also, es ist ein bisschen sortierter, aber irgendwie muss ich das anders hinkriegen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Vielleicht, ach, keine Ahnung. Falls ihr Tipps habt, her damit. Ich werde mir, also, ich bin gespannt auf eure Tipps, aber ich glaube, ich muss das doch anders machen. Vielleicht doch den anderen Schrank ausmisten, aber wie? Da ist ja auch kein Platz. Also ich hätte es gerne, muss ich sagen, so wie das mit den Hosen, mit den T-Shirts, ein bisschen übersichtlicher, weil das sind so Sachen, die ich jeden Tag trage. Damit ich auch sehe, was ich habe. Ja. Keine Ahnung, falls ihr irgendwie Tipps habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Dann starten wir vielleicht einen zweiten Versuch. Ja, das war jetzt ein Fail, würde ich mal sagen.